Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Skyrim with Mods. Ja, wir hatten ja die Quest von Boetia in Angriff genommen und ja, haben das erledigt mit einigen Problemen, aber den Bug konnten wir dann endlich ja doch noch lösen. Und ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt einfach ein bisschen weiter ab, was wir so finden. Ab und an eine Quest in der Nähe jetzt nehmen wir mit. Und das nächste wäre da unten wohl die Jagdhütte als Ort, den wir noch nicht kennen. Ich habe gesehen, aber schon letztens auf dem Weg, dass da irgendwelche, ja, Wesen, ich schätze mal, es waren Elementare oder sowas waren. Ich hoffe mal, dass die Burg hier nicht schon mal spitze ist, dass wir nicht wieder Sprungpassagen einlegen müssen. Das ist immer ein bisschen nervig. Da liegt auf jeden Fall ein toter Eistroll oder sowas. So, und ab jetzt gehen wir ein bisschen leiser vor. Ah, da ist die Burg. Da kämpft doch schon ein Eisbär gegen den Menschen. Oder so ähnlich. Was ist denn das? Ah, das ist nur Eis, okay. Sieht cool aus. Ja, ist nur ein Polarfüchsli. Den lassen wir mal sein Leben. Bei der Gelegenheit muss ich mal ganz kurz nachschauen, wie weit wir bei der Destruction sind. So, alles klar, gut. Ging ganz schnell. Wenn ich immer so ein bisschen weiß, welche Zauberschulen ich noch so aufpushen muss. Denn auf Stufe 100 kommen natürlich dann die richtig geilen Sachen. So, wie gesagt, wir versuchen uns erstmal ein Jagdlager oder dann ist aber die Frage, wird danach die Burg? Wahrscheinlich. So. Ich könnte jetzt ein Bombardement machen, aber ganz ehrlich, für so einen kleinen reicht hier dieser Feuerschädel. Irgendwie meine ich mich gesehen zu haben. Da hinten. Damit ist Ruhmkarton. Verräterposten. Na, klingt doch nett. Hi. Was war das? Liebe Dame. Ich überlege, ob ich ganz na abartig fies zu dir bin. Ich lasse es aber gerade nochmal durchgehen, das nicht. Machen wir so. Oh, es hätte einige. Der Mensch muss nur kurz warten, dass wir in Ladung voll sind. Und danach können wir euch gerne austricksen. Mit. Erstmal ein Sidestone. Ja. So. Und dann mit den Illusionen. Das finde ich nämlich auch immer schön. Komm, sterb doch mal hier drin. So, das war doch schön. Wo ist er? Tolle Animation. So. Ja. Ne, das war eher nein. Na, egal. Jetzt habe ich es drin. Gott sei Dank ist es nicht so schwer. Ja, das war die Aufgabe. Ich dachte, die wäre weiter weg. Sehr schön. Ja. Oh ja. So. Haha.
Gunther. Ring von Massa. Illusionszauber und Verzauberungskosten. Erhöht Sammel und. Okay, aber das den Wert. Das finde ich nicht verdient. Oh, Honig. Cool. Brief von Edward, den lesen wir gleich. Also, Edward und Erwan. So. Brief von Erwin oder von Edward? Meine liebste Schwester Erwan, wie ich sehe, seid ihr noch immer so wortgewandt wie ein herabstürzender Felsbrocken. Ich bin tatsächlich am Leben und, nein, ich habe mein Versprechen dadurch nicht vergessen. Ich muss euch also erneut daran erinnern, dass ich es nicht wortwörtlich meinte. Wenn nämlich jemand sagt, ihr bringt mich noch ins Grab, dann ist es kein Aufruf zum Mord. Es ist eher ein liebevoller Ausdruck der eigenen Verzweiflung. Aber ich weiß, dass Subtilität nie eure Stärke war. Ich muss euch allerdings warnen, dass diese Korrespondenz uns beide in Gefahr bringt. Falls ihr euch wirklich an euer Versprechen halten wollt, wäre es besser, wenn ihr nicht antwortet. Ich werde zur rechten Zeit zu euch kommen. Ach, und seid bitte nett zu unserem Händlerfreund Gunther, ja? Betrachte ihn als ein Geschenk von mir, zusätzlich zu diesem Buch für unser über unser früheres Leben. Mittlerweile wisst ihr es sicher, aber eines der unseren schreibt Geschichte über unsere Abenteuer. Ich versichere euch, dass ich es nicht bin, aber ich bin froh, dass seine Darstellung von euch so ehrlich ist, wie ihr unverbesserlich seid, Edward. Gut. Und dann Erwin. Irgendwas mit Erwin. Oder Erwan? Erwan. So, tausche den Ring gegen die dänische Rüstung oder kaufe die Rüstung mit Gold. Mein neuer Freund Gunther und ich kommen gut miteinander aus. Die anderen Banditen sind schon eifersüchtig. Er war wirklich ein schönes Geschenk. Ich sollte mich bei meinem Bruder Edward bedanken, bevor ich ihm die Kehle durchschneide. Was mir meinem lieben Freund Gunther am besten gefällt, er kann ein Geheimnis bewahren. Ich erzähle ihm alle möglichen Köstlichkeiten und er sagt rein gar nichts. Erinnere mich an meinen ehemaligen Begleiter Skjol. Einmal wurden wir fast von einem dätrischen Kult ermordet. Dort gab es jede Menge gute Beute, verwunschene Artefakte, Blutopfer, Dinge, bei denen Schwächlinge zu ihren Priestern laufen. Doch Gunther hätte das nicht erschreckt. Er ist sehr stoisch, wie er so auf seinem Stuhl sitzt. Außerdem kommt er mit allen gut aus. Es spielt keine Rolle, ob sie klein sind, fett, groß oder Katzen. So ist mein alter Freund Gunther. Er richtet über niemanden. Als ich dann jedenfalls nach Himmelsrand kam, habe ich den Großteil der Beute verkauft, die sich im Laufe der Jahre angesammelt hatte. Schließlich müssen Gesuchte ohne viel Gepäck reisen. Das Schwerste, was ich verkauft habe, war eine dätrische Kettenrüstung an einen Karawanen-Kajit namens Madran. Ich mochte die Rüstung, aber ich hatte keine Wahl und musste sie loswerden. Sie weiß, was sie getan hat. Und im Übrigen, wenn ich sie mir zurückholen wollte, könnte ich etwas eintauschen, was genauso viel wert ist, wie etwa den Ring vom Wasser, um den ich den Händler im Gasthaus zum Sichelmond vor vielen Jahren betrogen habe. Ich und die Fellknäuel, wir sind alte Bekannte. Der Ring ist mindestens 2 Rüstungen oder 20 Paar Stiefel wert. Er kann Illusionsmagie verstärken, genau wie es in den Büchern steht. In den Büchern steht viel, was wahr ist, sogar die Sache über mich. Bis auf, dass ich im echten Leben viel schöner und größer bin. Auf jeden Fall brauche ich keinen flauschigen Geist, der mir die ganze Zeit hinterherläuft. Also darf mein bester Freund Gunther den Ring tragen. Ich finde, er steht ihm wirklich gut. Ja. Genau. Novize, ist da nix. Schatzkarten, ja, ist nicht so meine Stärke, gebe ich zu. So, gibt es hier noch irgendwas Hübsches? Seelensteine sind immer hübsch. Oh, Schneebären. So, dann gehen wir, wie versprochen oder besprochen. Also warum auf der auf einmal losgerannt ist. Da steht auf jeden Fall auch jemand. Das ist ein Einzelner, oder?
Dann könnten wir nämlich mit Boliden angreifen. Auf der Entfernung dürfen die ordentlich Schaden machen. Bisschen genau zielen. Oh, das hat schon gereicht. Wo ist er hin? Da. Gut. Das war zum Thema Gegner. Hängt da was an der Wand? Ach, das ist der Rest von einem Banner. Oder mehrere Banner sogar. Ein Goblin oder sowas? Ein Imp. Mhm. Flüchtlingsruhe. Ja, ist auch nicht schlecht. Hat sich gelohnt, Herr Kollege. Ahnen und die Dunmar. Ja, nehmen wir halt mal. 7 ist auch okay. Natürlich sollen die Bücher hier nicht reichen, ne? Das muss man sagen. Selbst die Skillbücher sind, finde ich, verhältnismäßig, naja, billig. Diamant, Gold, Seelenstein, Mondstein und Juwelenherzkette, sehr schön. Mhm. Von hier oben hat man einen guten Ausblick. Und da ist eine Gruft, da wollen wir jetzt hin. Keine Angst, ist nur ein Kratzer. Aber das ist nicht das hier, ne? Das ist einfach nur eine Klippe. Ja, aus der Entfernung vielleicht nicht das cleverste. Aber reicht offenbar. Ja, ist noch ein Stückchen weg, das Ahnengrab. Sah hier nur so aus wie der Oberteil davon. Entdeckt durch. Ist das mir feindlich gesinnt? Was ist das? Versuch mal höflich damit zu reden. Nee. Ja, komm. Interessant, wie du aussiehst. Hier, pass mal auf. Feuer dürfte doch eine Schwäche von dir sein. So. Aha, ein Frostbrigand. Matrone auch noch, okay. Da ist ja noch irgendwas. Ach nee, das ist der Bauernhof, ne? Ja. So, jetzt mal allerdings bald da. Dann ist das der Hügel wahrscheinlich. Ist das ein Wolf da drüben? Ja, das sind Wölfis. Macht Spaß damit. So. Stimmt, die bringen ja nur auf. Husky vielleicht? Okay. Was zur Hölle bist du denn? Ein Eisgolem.
Zack. Keine Frage, das ist doch Selbstverteidigung. So, das ist ein Eisgolem. Mit einem Baum auf dem Kopf. Kann ich irgendwie ausnehmen? Da. Okay. Nicht schlecht. Beängstigend, wohlgemerkt, aber nicht schlecht. Wow. Okay. Ich hätte gedacht, das würde mehr Schaden machen. Nee, das wollte ich nicht. Ah, der heißt anders, aber auch irgendwas mit Blitz. Sturmwand. So, und jetzt machen wir es wie die guten alten Römer. Wir kämpfen mit, gut, Schwert nicht, aber mit Dolch. Wo stehst du eigentlich drauf? Ihr werdet wiederbelebt, warum? Ist hier jemand noch? Vermehrt euch ganz schön schnell. Wir müssen das ein bisschen anders machen. Gib mir einen Moment, dass mein Dolch aufgeladen ist. Ja, wie lösen wir das? Wir versuchen es mit meiner Lieblingskombi. Sidestone. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier noch irgendjemand ist. Und Evil Twin. Stehen die immer wieder auf? So, das lief ganz gut. Keine Ahnung, wie oft die aufstehen. Aber wir machen das jetzt noch ein paar Mal. Und hoffentlich sind die dann irgendwann tot. E. Evil fängt mit E an. Da.
sind wir schon doch wieder zu dritt. Ich bin skeptisch, was hier gerade passiert. Irgendwie tauchen die mal wieder neu auf. Gibt's hier jemanden, der was macht? Schauen wir uns mal ein bisschen um. Okay, das scheint jetzt wohl der letzte endlich zu sein. Das wollte ich nicht wohl so. Ich höre noch was. Okay, genug. Ich bin mal wieder zu schwer. Naja. Okay. Das war doch noch ein furioses Ende. Kann ich mal sehen. Das nächste, was wir also machen, ist Ingol Barrow. Und ja, ich denke, das war wieder mal ganz interessant. Hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß dran. Und ansonsten sage ich, macht's nicht gut, macht's besser. Bis zum nächsten Mal und mögen die Gaming-Götter mit euch sein. Tschüss.